Wir starten zusammen ein neues Let's Play und zwar mit dem Pack Zusammenwachsen und oh mein Gott, ich freue mich gerade so sehr. Wenn ihr mich schon ein bisschen länger verfolgt, dann wisst ihr, mein letztes und einziges Let's Play hier auf diesem Kanal ist ein bisschen her, schon so ein bisschen über ein Jahr. Und ich mache hier normalerweise keine Let's Plays, aber ich dachte mir, ich möchte mir das neue Pack angucken und ich will wissen, was alles neu ist. Und ich glaube, ein Let's Play ist dafür sehr hilfreich. Ich finde es auch vor allem richtig cool, dass wir das so zusammen ein bisschen erleben. Ich weiß, ich bin ein bisschen spät dran mit dem Pack. Ich war ja krank. Aber ich hoffe einfach trotzdem, dass wir viel Spaß haben werden. Und ich glaube, wir starten. Oh, jetzt ist die Kamera. Ja, okay. Das nehme ich jetzt mit rein. Und ich glaube, ich zeige euch einfach mal meine wunderschönen Damen. Die habe ich erstellt in einem Stream mit euch auf Twitch. Ich glaube, ich stelle euch einfach die beiden erstmal vor. Das ist Celia Brooks. Sie ist eine junge Erwachsene. Sie ist selbstsicher, treu, vegetarisch, arbeitslos, noch arbeitslos. Und man kann hier schon sehen, die beiden sind verlobt. Und zwar ist Celia mit Olivia Swan verlobt. Olivia ist ein Bücherwurm, vegetarisch und familienbewusst. Und beide haben dasselbe Bestreben, das mit dem Pack dazukommt, und zwar Supermutter. Und ich hoffe sehr, dass wir das Bestreben erfüllen können mit dem Let's Play. Und um euch so ein bisschen zu erzählen, wie das Let's Play verlaufen wird, ich glaube, ich drücke einfach mal auf Play. Oh mein Gott, es ist so aufregend. Wahrscheinlich denkt ihr euch, okay, Doris, was ist mit dir los? Aber ich finde das halt voll cool, dass ich ein Let's Play mache. Okay, die gehen sofort rein. Ja, das Haus könnte ich euch auch mal zeigen. Das habe ich selbst gebaut. Das habe ich gebaut, als ich krank war. Deswegen habe ich daraus auch kein Video gemacht, aber es ist einfach mein absolutes Traumhaus. Es ist so cute. Ja, das mit dem Frühling ist ein bisschen blöd, dass da jetzt nicht so viel Grün herum ist, aber ich finde, man sieht trotzdem, wie schön dieses Haus ist und wenn ich euch gleich die Einrichtung zeige. Ich weiß gar nicht, ob ich vielleicht einmal durch das Haus gehen sollte. Man kann halt so schon erkennen, wie das Haus aussieht, aber ich glaube, ich gehe einfach mal so schnell durch das Haus durch, damit man so wirklich sehen kann, wie süß dieses Haus ist. Okay, ich bin super gut im Film. Ich laufe durch jede Wand. Aber hier haben wir so eine Küche und dann so einen kleinen Essbereich. Dann gehen wir hier durch so einen kleinen Flur. Und der Flur ist auch süß. Und ich habe es so ein bisschen eingerichtet, damit man sieht, dass die beiden hier hingezogen sind. Sie haben sich dieses Haus gekauft in San Sequoia natürlich. Ich weiß gar nicht, ob man das bis jetzt gesehen hat, dass wir in San Sequoia sind. Aber wenn wir hier durch das Fenster gucken, dann sehen wir diese wunderschöne Brücke. Und so ein bisschen kann man auch das Meer sehen. Und hier ist auf jeden Fall unser wunderschönes Wohnzimmer. Und Celia ist hier schon auf dem Sessel und schaukelt und liebt ihr Leben. Wenn wir dann hier weitergehen, haben wir noch einen kleinen Flur hier. Und hier hinter der Tür versteckt sich das Schlafzimmer der beiden. Ich finde das so cozy und man sieht, ich liebe diesen Kamin. Der ist wunderschön. Und wenn wir dann einmal zurückgehen, können wir die Treppe hochgehen. Und oben befindet sich dann eine andere Tür. Und hier ist es ein bisschen leer. Okay, die Sounds von Sims sind toll. Ich hoffe, die sind nicht zu laut. Ich habe es hier einfach ein bisschen leerer gelassen, denn die sind ja erst hierher gezogen und die haben halt die wichtigsten Räume schon eingerichtet. Und ich denke einfach, dass das alles mit der Zeit voller wird und dass es ein bisschen lebendiger aussieht. Nee, lebender. Belebter. Belebter, das ist das richtige Wort. Wir machen einfach weiter. Hier hinter dieser Tür versteckt sich ein süßes Badezimmer. Ich finde das so süß. Die Farben, diese Goldakzente, die dunkle Wand. Ich finde, das passt auch so gut zu den beiden. Und wenn wir dann hier in diesen Raum gehen, das ist der letzte von dem Haus, sieht man, dass das jetzt gar nicht renoviert ist. Und ich glaube, man kann sich so ein bisschen denken, was hier reinkommen könnte. Oh, okay. Olivia ist schon auf dem Weg. Okay, aufs Klo. Gut. Soll sie machen? Oh, das Begrüßungskomitee ist da. Ach, das war der Sound. Ja, es tut mir leid. Ich bin kein Sims Pro. Wir werden die Nachbarn natürlich hereinbitten. Ich glaube, das lasse ich Celia machen. Denn sie ist ja unten. Olivia ist ja oben. Stimmt, wir haben auch einen Garten, das habe ich euch gar nicht gezeigt. Ich lasse aber Celia mal hier ein bisschen mit den Nachbarn quatschen. Das ist der Garten, der wird wahrscheinlich im Sommer ein bisschen schöner ausschauen. Und wir haben hier eine Yogamatte. Ich liebe es, wenn meine Sims Yoga machen. Ich glaube, ich habe in jedem Spielstand irgendwo eine Yogamatte liegen. Ich liebe es einfach. Okay, die Nachbarn sind jetzt drin und stehen einfach ganz weird hier rum. Toll. Kann sie sie... Okay, sie muss jetzt auch aufs Klo. Hä, wieso müssen die alle aufs Klo? Okay, der Obstkuchen ist auf jeden Fall da, aber ich glaube,
glaube, das Erste, was wir machen sollten, ist, den beiden einen Job zu besorgen. Wir müssen halt auch Geld verdienen. Die haben jetzt noch 10.000 Simoleons übrig, aber das ist, glaube ich, nicht genug Geld. Wir müssen ja oben noch das obere Stockwerk einrichten. Deswegen würde ich sagen, Celia sucht sich jetzt einen Job und ich bin wieder verwirrt. Haushalt? Nee, Business. Einen Job suchen. Ich bin mir noch nicht sicher, in welchen Bereich ich gehen möchte. Ich habe hier auf jeden Fall ein paar neue. Ich finde Ärztin echt richtig cool. Ich glaube, ich würde es mal probieren. Celia ist jetzt Krankenhauspraktikantin bei Gute Genesung GmbH. Sie beginnt am Montag um 7 Uhr. Wir haben Sonntag. Toll. Das heißt, morgen ist direkt ihr erster Arbeitstag. Und für Olivia hat sie tatsächlich einen Plan. Und zwar ist sie ja ein Bücherwurm. Und ich fände es irgendwie cool, wenn sie Autorin wird. Aber dafür braucht sie halt die Schreibenfähigkeit. Ich weiß gar nicht, ob das Schreiben heißt. Heißt die Fähigkeit Schreiben? Olivia, bitte sag's uns ja. Die Idee finde ich cool. Ich glaube, ich würde sie auch sofort schreiben lassen. Ich habe jetzt Schreiben üben angeklickt, aber ich finde Learning by Doing ist am besten. Deswegen schreib einfach direkt dein erstes Buch. Ja, hat die Schreibfähigkeit erworben. Das wird ein bisschen dauern, bis wir wirklich Geld verdienen können damit. Aber wenigstens haben wir dann Celia, die einen festen Job hat und der uns ein bisschen Geld einbringt. Wie heißt das Buch? Lea, die Schildkröte. Das ist ein Kinderbuch. Okay, ich werde jetzt hier keine Beschreibung einfügen, aber ich finde das irgendwie cool, wenn wir jedem Buch einen süßen kleinen Titel geben. Celia ist hier mit den Nachbarn. Es sieht irgendwie sehr awkward aus. Okay, Celia geht da jetzt auch weg. Sie lässt die Nachbarn einfach alleine. Wieso nicht? Sie gönnt sich einen Obstkuchen. Jetzt ganz wichtig, mag sie den Obstkuchen oder nicht? Hoffentlich schmeckt ihr der Obstkuchen und sie mag Obstkuchen nicht. Ich hatte wirklich noch nie einen Sim, der Obstkuchen mag. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal einen Sim hattet, der Obstkuchen mag. Ich habe ja am Anfang schon erzählt, dass Celia und Olivia verlobt sind und das bedeutet, dass wir die Hochzeit im Let's Play erleben werden. Aber mir stellt sich gerade die Frage, wann wir die Hochzeit machen sollen. Denn eigentlich hatte ich andere Pläne. Es ist halt das Pack zusammenwachsen und es geht in dem Pack darum, eine Familie zu gründen oder eine Familie zu haben, in einer Familie zu leben. Und mit dem neuen Update, glaube ich, ist eine neue Funktion dazu gekommen. Ich glaube, bei Haushalt. Genau. Wir haben es hier Wissenschaftsbaby bekommen und Wissenschaftsbaby bekommen mit. Und ich fände es tatsächlich nicht schlecht, wenn wir sofort damit starten. Also ich fände es ja irgendwie cool, wenn bei der Hochzeit eine von den beiden schwanger ist. Und deswegen würde ich einfach mal sagen, sie zeugen ein Wissenschaftsbaby. Ich bin gespannt, wie das jetzt aussehen wird, wie die das gemacht haben. Oh nein! Olivia ist hier noch am Schreiben. Okay, ich glaube, es ist nicht der richtige Zeitpunkt. Wir lassen sie erstmal zu Ende schreiben. Okay, die Nachbarn gehen auch schon. Es ist auch sehr spät. Vielleicht lassen wir das mit dem Baby erstmal für heute. Morgen ist Montag, vielleicht nach der Schicht von Celia. Wir gucken. Die werden auf jeden Fall hier noch ein bisschen ihr Leben leben, bevor das Leben richtig anfängt. Ja, was für eine Errungenschaft. Olivia hat ein komplettes Buch geschrieben. Es wird in ihrem Inventar abgelegt, damit sie es jederzeit lesen kann. Olivia kann es auch veröffentlichen. Klicke einfach auf den Briefkasten. Ich würde sagen, wir veröffentlichen einfach jedes Buch, das sie schreibt. Und sie hasst Obstkuchen genauso wie Celia. Ich verstehe es nicht. Warum mag niemand diesen Obstkuchen? Celia hat sich schon mal schlafen gelegt. Ja gut, der Tag neigt sich auch langsam dem Ende. Und ich würde sagen, wir schicken dann auch Olivia einfach mal schlafen. Und morgen ist dann ein neuer Tag mit ganz vielen neuen Möglichkeiten und Chancen. Und das wird ganz toll. Oh, ich muss auf jeden Fall die Lichter auf automatisch ändern. Ich möchte auf jeden Fall keine hohe Stromrechnung. Es ist Montag und es regnet. Einfach ein typischer Montag. Ich muss sagen, ich finde Montage gar nicht so schlimm. Ich mag eher, okay, die setzen sich nach draußen, um zu essen. Haben die keinen Regenschirm? Also ich weiß auch nicht, wieso man sich bei Regen draußen hinsetzen sollte, um sein Essen zu essen, das man hasst. Und dann noch ohne Regenschirm. Aber okay. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ich war nie so der größte Montags-Hater. Ich war eher so der Sonntags-Hater. Weil halt Sonntag war immer so ein Tag, oh nein, morgen ist Montag. Und deswegen habe ich mir immer meinen Montag versaut. Kurzer Fun Fact über mich. Okay, sie ist verängstigt. Bitte renn rein. Danke. Celia beginnt ja ihre Schicht um 7 Uhr. Oh nein, sie muss ja gleich gehen. Okay, ihr geht's eigentlich ganz okay, außer dass sie die Hygiene, ja, die Hygiene ist jetzt nicht so am Start. Das ist ein bisschen blöd, vor allem am ersten Arbeitstag. Die Schicht im Krankenhaus von Celia beginnt jetzt. Soll Celia alleine zur Arbeit gehen oder möchtest du mit? Ich würde sie erstmal alleine losschicken und unsere Olivia surft im Internet.
Zeit. Das fühle ich auf jeden Fall, aber ich würde es jetzt mal wichtige Sachen erledigen lassen, wie zum Beispiel aufs Klo gehen. Und dann will ich gerne alleine mit Olivia San Sequoia so ein bisschen erkunden. Ich hoffe, sie nimmt dann auch einen Regenschirm mit. Wir könnten in die Bibliothek gehen. Das wird ja voll passen. Ja, das machen wir. Wir fahren mit Olivia zur Bibliothek und ich bin sehr gespannt, wie es da aussieht. Und da sollte es ja eigentlich theoretisch auch regnen. Ja, toll. Sie ist halt immer noch verängstigt. Das mag ich ja nicht so. Okay, das sieht aus wie so ein bisschen, ja, nicht Kindergarten-Vibes, aber so ein bisschen kindlich gestaltet. Könnte Olivia jetzt eigentlich hier auch ein Buch schreiben? Sie könnte halt auch was lesen, aber schreiben wäre vielleicht auch ganz cool. Oh, sie übt schreiben von alleine. Hä, wie cool. Aber nee, lass das mal. Wir lassen sie, wo ist denn das? Schreiben. Genrebuch schreiben. Ein Kinderbuch wird geschrieben. Anna, die Maus. Einfach ein toller Titel. Ich gucke gerade, ob ein paar andere Sims hierher kommen. Also wir haben hier einmal, wer ist denn das? Oh, wir haben hier sogar ein paar Leute. Oh nein, ich habe den Plumbob ausgemacht. Ich habe vergessen, den wieder anzumachen. Jetzt können wir auch die Namen sehen. Oh, wir haben hier, die bewegen sich alle zu schnell. Ich kann ihre Namen nicht lesen. Olivia wird gerade, oh, es passieren viele Sachen auf einmal. Sie wird gerade angesprochen von... Ich will halt die Namen nicht falsch aussprechen. Sie ist auf jeden Fall die Bibliothekarin. Und Level 3 der Schreibfähigkeit wurde erreicht. Olivia, sehr gut. Und sie hat Hunger. Haben wir hier vielleicht irgendwo ein Restaurant oder so? Oder ein Café vielleicht? Essen gibt es hier auf jeden Fall nicht. Dann müssen wir gucken, wie wir das machen. Aber ich lasse sie auf jeden Fall jetzt das Buch fertig schreiben. Neues Persönlichkeitsmerkmal. Der kreative Funken ist vor kurzem auf Olivia übergesprungen und hat sich zu einer großen Leidenschaft entwickelt. Veränderung annehmen? Kreativ ja, gerne. Olivia hat das neue Persönlichkeitsmerkmal kreativ entdeckt. Mehr über dieses neue Merkmal erfährst du im Abschnitt Merkmale der Simologie-Leiste. Sie ist jetzt neben familienbewusst, Bücherwurm, vegetarisch auch noch kreativ und häuslich. Ach so, wegen dem Bestreben. Ach da, Selbstfindung durchlebt. Olivia hat ein neues Merkmal entdeckt. Wir könnten uns auch eigentlich die Meilensteine hier angucken. Hier in der Kategorie sieht man auf jeden Fall einige Sachen. Zum Beispiel verliebt. Es liegt in der Luft und hat das Herz von Olivia erobert. Liebe, toll. Status beste Freunde erreicht. Romantische Beziehung begonnen. Status beste Freunde erreicht. Hä? Wie? Zweimal? Warum zweimal? Dann haben wir Selbstfindung durchlebt und erstes Techtelmechtel. Ich glaube, da kommen noch einige weitere Meilensteine dazu. Und Olivia ist fertig mit ihrem zweiten Buch und das werden wir auf jeden Fall zu Hause auch veröffentlichen. Oh, wir haben auch noch die Schildkröte nicht veröffentlicht. Ja gut. Ich werde hier in San Sequoia auf jeden Fall irgendwo ein Café oder so platzieren müssen. Aber das machen wir irgendwann in den nächsten Folgen mal. Und vielleicht baue ich ja ein Café. Wer weiß. Müssen wir gucken. Ich möchte jetzt aber auf jeden Fall, dass Olivia so ein bisschen mit den anderen Sims hier redet. Ich fände es auch cool, wenn wir Sims aus San Sequoia treffen, weil ich weiß, die kommen ja auch aus anderen Welten. Hier ist sogar ein Kind. Was passiert hier? Aber irgendwie ist das nicht so ein Hotspot für die Sims hier aus San Sequoia. Oder aus der ganzen Sims-Welt. Ach, Judith. Judith ist so ein Sim. Die nervt mich ein bisschen. Die ist immer überall. Vielleicht können wir weiter mit Sloane? Ist wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Es tut mir leid. Aber ich glaube, wir könnten so ein bisschen mit ihr quatschen. Witz über Gesichtsbehaarung machen, finde ich jetzt nicht so cool. Wir sind einfach lustig und machen einen wirklich lustigen Witz. Witz über Professoren erzählen. Das ist bestimmt ganz lustig. Die haben jetzt 5 Minuten gequatscht. Das ist jetzt genug Quatsche. Wir reisen wieder nach Hause, damit wir ein bisschen essen können und dann vielleicht ein Kind zeugen. Ich lasse Olivia jetzt auf jeden Fall was kochen. Wir gucken mal, was kann sie denn machen? Ich glaube, sie hat jetzt nicht... Ja doch, wir haben schon eine Auswahl. Ja, so ein bisschen. Ja, Eier und Toast können wir machen. Wir machen gleich eine Familiengröße. Und ich hoffe, sie fackelt dieses wunderschöne Haus nicht direkt ab. Das wäre so mein Wunsch. Ich habe echt gerade ein bisschen Angst. Ich traue ihr irgendwie nicht. Sie lacht dabei. Das macht mir, glaube ich, noch mehr Angst. Sie hat es geschafft. Toll gemacht, Olivia. Jetzt kannst du dir eine Portion nehmen. Der Rest geht in den Kühlschrank für Celia. Perfekt. Celia ist jetzt nach Hause gekommen. Und Celia, du kannst auch direkt mit zum Mittag essen. Oh, ein Bussi. Ein Bussi für Celia. Wie cute. Ich liebe die beiden so sehr. Ihr werdet das, glaube ich, über das Let's Play auch sehr oft hören. Ich bin ein Fan. Ich bin wirklich ein Fan von den beiden. Und ich spiele jetzt erst ein paar Minuten mit denen. Was ich ein bisschen blöd finde, dass sie nicht am Esstisch hier essen. Aber okay. Oh, Celia wird angerufen von
Kerla? Ah ja, ich rufe an, um dich zu informieren, dass der Nee, danke. Ein unbekannter Anrufer, wieso wird sie jetzt so oft angerufen? Hey Bro, ich bin's, dein Kumpel Kyle. Wer ist Kyle? Hör mal, ich komme zu dir, um ein paar Tage zu chillen, wie in den guten alten Zeiten. Krasse Idee, was? Was, du erinnerst dich nicht an mich? Hahaha, du bist ja so witzig. Echt jetzt, bleib wie du bist. Ich hoffe, du hast Saft bereitgestellt, das wird hammermäßig. Was ist denn das? Ich würde mal sagen, nicht heute, Kyle. Ich kenne dich nicht. Sorry. Da kam jetzt keine Antwort von Kyle. Alles klar. Ist das neu? Ich kenne den Anruf noch gar nicht. Aber ich würde sagen, jetzt ist endlich Zeit, um schwanger zu werden. Haushalt, Wissenschaftsbaby bekommen mit Celia. Oh mein Gott, ich freue mich. Wieso müssen die jetzt extra hochgehen? Ich verstehe dieses Spiel kein bisschen. Wenigstens machen die es nicht am Klo. Wissenschaftsbaby im Krankenhaus bekommen? Bekommen? Mit Celia ein mithilfe des Wissenschaft gezeugtes Baby bekommen. Olivia Swan unternimmt einen kurzen Ausflug zum Krankenhaus, um mit ihrem genetischen Material und dem von Celia Brooks ein mithilfe der Wissenschaft gezeugtes Baby zu bekommen. Bist du bereit, ein Neugeborenes zu deinem Haushalt hinzuzufügen? Ich dachte, du wirst schwanger. Das ist gerade echt ein bisschen blöd. Ich muss aber sagen, ich möchte schon, dass wir vorankommen und wirklich das Pack zusammenwachsen, richtig spielen. Deswegen sage ich, okay, sie kriegen ein Baby zusammen. Olivia bekommt ein Baby. Ich hoffe, es ist ein Mädchen. Ich mag Mädchen. Es ist ein Junge. Olivia hat soeben einen Jungen zur Welt gebracht. Dieses Baby braucht einen Namen. Wie möchtest du ihn nennen? Ich muss sagen, ich habe keinen Namen. Ich kenne keinen jungen Namen. Ich würde einfach mal hier mich durchklicken und vielleicht gefällt mir irgendwas. Dorian wäre natürlich super. Elijah! Wenn ich den Namen Elijah höre oder lese, denke ich immer an Vampire Diaries. Deswegen, wir nehmen Elijah. Wir haben ja auch Olivia Swan. Wer es nicht wusste, Bella Swan, Twilight und so. Also ist Vampire Diaries ja auch gar nicht mal so weit entfernt. Und wo ist unser Elijah. Oh, das ist ja auch neu, das Bett. Ja, Elijah, ich glaube, wir haben keinen Platz für dich da. Wir gehen einmal in den Baumodus und entfernen diesen Sessel. Ich glaube, man könnte den aber hier vielleicht erstmal hinstellen. Und Elijah kommt einfach mal hier hin und ich hoffe, die können dann zu ihm hin. Aber sollte eigentlich funktionieren. Die Babys sind ja, glaube ich, jetzt noch uninteressant, oder? Haben wir dann neue Sachen dabei? Nee, Babypflege. Fütternpräferenz wählen. Bevorzugt stillen, bevorzugt das Füttern mit der Flasche. Stolz vorzeigen. Ich weiß nicht, was jetzt passiert, aber wir machen es einfach mal. Ach so. Ja, die kommt jetzt nicht hin, toll. Und Celia wird wieder angerufen. Christopher. Mein Nachbar schwört auf das Essen beim schräger Humor und... Ja. Ich glaube, jetzt ist nicht eine gute Zeit dafür. Wir haben gerade ein Baby bekommen. Das Kind sieht irgendwie voll alt aus. Das hat so Falten im Gesicht, oder? Das sieht so irgendwie voll alt aus. Was? Hä? Wieso sieht das Kind so aus? Ich muss einen Screenshot machen. Ich weiß nicht, was die gemacht haben. Es ist aber nicht gut, was die gemacht haben. Also momentan ist ja Elijah noch glücklich, deswegen... Oh, auf die Stirn küssen, das ist neu, oder? Ja, doch. Guck mal. Das ist süß. Wieso hat sie im Mund? Ihr Mund einfach. Ich wollte sagen, wie süß es ist, aber ihr Mund. Wieso sieht das so aus? Ich wollte einen süßen Screenshot machen und dann sieht ihr Mund einfach so aus. Also es ist ja schon süß, muss ich sagen. Aber ich bin immer noch ein bisschen verstört von diesem Kind. Oder sieht es nur für mich so aus? Lass das Kind hier wieder liegen. Es soll schlafen oder irgendwas machen. Ich guck mal in den Kalender. Wann wird Elijah älter? Morgen? Ach stimmt, die Lebensdauer ist auf kurz eingestellt. Das habe ich noch nicht gesagt. Deswegen wird alles so ein bisschen schneller vergehen. Also es soll ja ein Mini-Let's Play werden. Und ich habe noch gar nicht erzählt, was so das Ziel dieses Let's Plays ist. Es ist jetzt nichts Krasses. Das Ziel ist, dass wir eine Familie gründen und dass unsere Kinder erwachsen werden und ihre eigenen Familien gründen. Ich will auf jeden Fall mindestens 2 Kinder, würde ich sagen. Und ich glaube, es reicht dann, wenn auch mindestens ein Kind seine eigene Familie gründet. Das ist auf jeden Fall so mein Ziel für dieses Let's Play und ich glaube, das wird auch schon ein bisschen dauern, aber es wird trotzdem ein Mini-Let's Play bleiben. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf die kommende Zeit mit den beiden und mit ihren Kindern. Ich glaube, das wird echt ein sehr, sehr cooles Let's Play. Oh, wir können was auf Sozialhase posten. Das wäre, glaube ich, cool. Zur Kontaktliste hinzufügen. Können wir machen. Und neuer Post. Über neues Baby posten, das ist süß.
Glücksstory, ja. Auf jeden Fall eine Glücksstory. Zeige dem Rest der Welt, wie glücklich dich dieses Event gemacht hat. Ich habe ein neues Bündel der Freude, das mein Leben erhält. Windelspenden willkommen. Oh, wie cute einfach. Und vielleicht taggen wir einmal Celia und schreiben eine kokette Nachricht. Oder einen Post. Ich glaube, das ist ein Post. Mein Gehirn friert sofort ein, wenn ich Celia sehe. Wie kann man nur so traumhaft sein? Och, so cute einfach. Ich glaube, es ist Schlafenszeit. Olivia macht das schon von alleine. Toll. Ich hoffe, Elijah bleibt brav. Ja, okay. Ich glaube, das hat jetzt nicht so geklappt. Die haben auch die Sounds geändert, oder? Boah, es stürmt draußen. Ich finde das ja so nice. Ich liebe Gewitter über alles. Oh, da ist eine Windel. Da ist eine Windel. Oh mein Gott. Wir müssen auch eigentlich aus diesem Raumchen Kinderzimmer machen. Ich weiß nur nicht, ob wir das jetzt schon machen sollten. Wir haben jetzt halt nur Elijah. Und ich finde es irgendwie gerade besser, wenn das Baby mit den Eltern im selben Raum schläft. Vor allem halt bei dem ersten Kind. Ich glaube, Elijah würde ich erstmal hier unten lassen. Der wird ja sowieso morgen älter. Also ja, wir können uns einfach das Geld erstmal sparen. Und wieso gehen die nicht weiter schlafen? Hallo? Einmal bitte schlafen gehen. Und Elijah, bitte. Bitte brav bleiben. Und da meldet sich Elijah wieder. Toll. Diesmal geht Celia hin. Okay. Ich glaube, die hatten noch keine Interaktion miteinander. Das ist auch ein bisschen blöd. Hat sie jetzt wieder die Windel von Elijah gewechselt? Hä? Du brauchst eine Mülltonne, um dies zu beseitigen. Wir haben eine. Wir haben zwei. Eine hier drin und eine draußen. Was ich auch noch vergessen habe zu sagen, das Haus könnt ihr natürlich hier runterladen. Ich werde es in die Galerie posten. Ich heiße dort Dosi Sims, Dosi mit IE. Hier nochmal zum Lesen. Dosi Sims und so sieht mein Profilbild aus. Das habe ich schon seit 2016. Bitte fragt nicht. Ich habe random irgendein Bild genommen. Elijah geht's gerade echt nicht so gut. Und Celia ist am Essen. Ich würde dann sagen, Olivia kümmert sich um Elijah. Oh. Ich bin immer noch verstört vom Gesicht. Celia muss auf jeden Fall schlafen gehen. Sie arbeitet, glaube ich, wieder ab 7 Uhr. Ja. Sie hat dann aber 2 Tage frei. Das müssen wir uns merken. Und Olivia hat keinen Job. Toll. Oh, stimmt. Wir könnten ja eigentlich die Bücher veröffentlichen. Hier. Selbst veröffentlichen. Einmal lesen. Die Schildkröte und dann nochmal Anna die Maus. Auf dem Weg zum Ruhm, ja gut. Unternehmerfähigkeit erworben, schön, Glückwunsch. Olivia hat ein eigenes Buch veröffentlicht. Danke, danke, danke. Oh nein, Elijah geht's gar nicht gut. Was ist los? Hat Elijah Hunger? Ich habe halt keinen Plan. Hier, einmal füttern, mit der Flasche füttern. Die Flasche bleibt hier liegen. Ich glaub's nicht. Oh mein Gott. Und was macht sie jetzt mit der Flasche? Die wegwerfen? Oder die geht die auswaschen? Nein, wie cool. Okay, Celia, du musst jetzt aber wirklich schlafen gehen. Ich glaube, das mit Elijah im selben Raum war vielleicht nicht die beste Idee von mir. Sie muss halt gleich in 2,5 Stunden arbeiten gehen und ihre Energie ist bei fast der Hälfte. Elijah hat Geburtstag, die Zeit fliegt nur so dahin, nicht wahr? Ja, das fühlt sich so an, als hätten die das Kind erst gestern bekommen. Oder war das heute? Nee, ich glaube es gerade nicht. Celia kriegt einfach 0 Schlaf. Jetzt müssen die wieder die Windel wechseln. Hä, die Windel ist schon wieder voll. Also das mit den Kindern wird, glaube ich, noch ganz lustig. Wieso ist da jetzt wieder eine Flasche? Ich verstehe gar nichts. Celia muss in circa 1 Stunde bei der Arbeit sein. Ich muss aber sagen, ich finde es richtig cool, dass eine halt so einen festen Job hat, wo sie halt jeden Tag hingehen muss und die andere von zu Hause arbeitet. Das macht es auf jeden Fall ein bisschen einfacher mit dem Baby. Olivia ist sehr müde, das tut mir leid, aber du kannst vielleicht ein drittes Buch schreiben. Und Celia macht sich auf die Arbeit und wir brauchen einen Titel. Boris, der Fisch. Wir haben einmal 3 Simoleons für Lea die Schildkröte bekommen und 4 für Anna die Maus. Und das dritte Buch ist fertig und das wird auch sofort veröffentlicht. Das bringt uns dann vielleicht 5 Simoleons und sie muss unbedingt aufs Klo und sie ist richtig müde. Das ist ja richtig blöd. Das neueste Buch von Olivia ist für einen Preis nominiert. Okay. Oh, Elijah schreit. Oh nein, oh nein. Elijah, bitte hör auf. Deine Mutter muss schlafen. Okay, sie füttert ihn. Ich hoffe, dann ist er ein bisschen still. Nee, er ist auf jeden Fall nicht still. Seine Windel ist voll. Ich glaube es einfach nicht. Jetzt bitte, bitte geh schlafen, Olivia. Und Celia ist zu Hause und sie hat wie viel Simoleons mitgebracht? 144. Toll, einfach super. Wir werden hier reich, glaube ich. Ich muss zugeben, ich habe richtig Angst vor der ersten Rechnung. Ich weiß nicht, was uns erwarten wird. Ich hoffe einfach, dass wir uns die Rechnung leisten können. Oh, Celia ist auch müde. Ich hoffe, Olivia
Elijah bleibt jetzt ein bisschen leise. Was macht sie jetzt? Hä, wieso steht sie einfach random auf? Wegen dem Müll. Och nee, sie kann wegen dem Müll nicht schlafen. Die beiden sind auch einfach fertig. Das war die erste Nacht mit Kind. Und Elijah hat es ihnen echt nicht einfach gemacht. Ey, die stehen die ganze Zeit wegen diesen... Nee, jetzt steht sie auf, weil sie Hunger hat. Ich dachte, sie steht auf wegen den Windeln auf dem Boden. Ja gut. Ich will schwitzen. Sie mag Fitness, okay. Und Elijah weckt natürlich Celia. Das ist doch schön. Oh nein, wie süß. Gefühle von Celia gegenüber Elijah von ganzem Herzen. Was für ein Glück das neue Baby in das Leben von Celia bringt. Oh mein Gott, wie süß. Oh, das steht bei Christopher gut kompatibel. Hey, nicht schlecht. Basierend auf ihren Präferenzen sind diese Sims recht kompatibel. Sie werden zwar nicht sofort beste Freunde werden, aber auf Anhieb gut miteinander auskommen. Das ist ja cool. Elijah meldet sich wieder. Bitte, lass uns in Ruhe. Heute sind Celia einige Dinge passiert. Oh, das will ich sehen. Olivia hat geschrieben, deine Followerzahl und du stimmen komplett überein, du Null. Bitte was? Wer hätte gedacht, dass ein Kissen im Gesicht so aufregend sein kann? Wir machen einen neuen Post über Feierabend. Posten. Stress. Ja, absolut Stress, würde ich sagen. Aufstehen und zur Arbeit gehen, sonst nichts. Wann kann ich endlich leben? Und dann noch mit Kind zu Hause ist sehr angenehm. Oh, können die durchschlafen die Nacht? Warte mal, müsste Elijah nicht jetzt älter werden? Ja. Hä? Und wann genau passiert das? Hallo, Elijah? Scheinendes Baby. Schön. Hä, der muss doch jetzt älter werden. Okay, dann machen wir es einfach so. Älter werden. Also der hätte ja eigentlich gestern, also am Dienstag, älter werden sollen. Und wir gucken uns dieses Spektakel an. Und was passiert jetzt? Hallo? Es passiert nichts. Doch, ein paar Sternchen und das war's. Das war ja eine wunderschöne Animation. Und Elijah bekommt ein Merkmal und zwar zappelig. Diese Sims sind ständig in Aktion und möchten spielen und sich bewegen. Das hört sich doch super an. Sie haben jedoch häufig Einschlaf- und Konzentrationsprobleme. Das hört sich noch besser an. Oh, das mit der Wolke ist ja süß. Meilenstein Lächeln freigeschaltet. Nun sieh sich einer dieses glückliche Gesichtchen an. Elijah hat zum ersten Mal gelächelt. Oh mein Gott, wie süß. Eine intensivere Beschäftigung mit Elijah trägt dazu bei, dass er neue Wege der Kommunikation erlernt. Ich finde es irgendwie lustig, wie der da einfach auf dem Boden liegt. Ganz verwirrt. Oh mein Gott. Okay. Aber ich glaube, ich würde den ersten Part erstmal hier beenden. Das ist doch ein schönes Ende. Wir haben unseren ersten Säugling hier. Ich muss sagen, der sieht ja schon süß aus. Auch ohne Umstyling. Er wird auf jeden Fall in der nächsten Folge ein Umstyling bekommen. Und was in der nächsten Folge noch passieren wird, wir müssen hier ein Kinderzimmer draus machen. Ich möchte definitiv nicht, dass Elijah weiterhin mit den beiden hier in einem Raum schläft. Das war eine absolute Katastrophe und das ging nur einen Tag lang. Und das war ein Tag zu lang. Deswegen müssen wir in der nächsten Folge hier ein schönes Kinderzimmer draus machen. Darauf freue ich mich auf jeden Fall sehr, denn ich weiß gar nicht, was so für Sachen dazugekommen sind. Also so Betten und Deko und was weiß ich, was die noch hinzugefügt haben. Da freue ich mich sehr drauf. Und ich beende jetzt das Video hier mit diesem Anblick. Es ist tatsächlich ein süßer Anblick, muss ich zugeben. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss!